Hause? Leute, das ist eine gute Frage. Da überlege ich nämlich, ob ich das machen soll, zu diesen Piercings. Aber ich weiß es nicht. Also, ich weiß nicht. Also, meine Freundin hat gesagt, sie hat das und es tat halt gar nicht weh und sie findet es voll cool. Aber ich weiß nicht, ob ich das cool finde oder nicht. Ich bin mir auch nicht sicher. Meine Mom support mich voll, mein Dad auch. Also, die sind ganz süß. Sehen sie auch, was mir Spaß macht. Also da bin ich auch dankbar, dass meine Familie so hinter mir steht. Also ich könnte machen, was ich möchte. Meine Eltern wären immer an meiner Seite und würden mich unterstützen. Das ist halt für mich auch voll schön. Genau. Also ich bin Schweizerin und Österreicherin. Genau. Dankeschön für die Rose. Also, ja. Yo. Wie sehen sie den Topf aus? Ist immer ein kleiner Pluspunkt. Okay. Leute, ihr könnt mal sagen, go or no für die Piercings. Ich mein's ernst, sonst mache ich mir die Woche noch einen Termin hier. Oh, nächste. Na, Leute, ich bin nicht trans. Okay. Mehr go. Okay, verstehe. Bist du hübsch, dankeschön. You're beautiful, thank you very much. Ja, okay. Schade, dass man hier nicht so Abstimmungen machen kann, aber egal. Wo ist dein Hund bei meinem Ex-Freund? Ja, ich kann nichts machen, Leute. Du. Man kann Abstimmung machen im Live. Hast du ein Sixpack? Nein, Leute. Aber wie gesagt, also Apps und so will ich auf jeden Fall trainieren. Das wäre so voll mein Plan. Ich habe letztes Jahr, das klingt jetzt blöd, aber auch so M-Sculpt gemacht und so, das ist crazy. Ich überlege, ob ich das nochmal mache, aber ich muss halt dann wirklich zweimal die Woche trainieren, um die Ergebnisse zu halten, aber das war auf jeden Fall, das ist crazy. Geht sehr gut, weil natürlich, ich habe auch ganz lange natürlich Sport gemacht und so Apps aufzubauen, richtig schwierig für mich. Ich finde das aber, es schaut so geil aus und die machen halt, du machst es 30 Minuten und du hast sozusagen 20.000 Sit-Ups gemacht, das ist schon crazy, deswegen mache ich das wahrscheinlich. Genau, aber du musst natürlich trotzdem Sport machen, so normal danach, aber hilft auf jeden Fall. Ja, mache ich. Also ich habe jetzt nicht so richtig Bauchmuskeln, ich habe halt so, ich glaube, weil ich halt relativ dünn bin, so. Abstimmung ist oben links. Wirklich. Ah! Oh, nein! Wirklich! Crazy! Okay, aber es sind mehr Nein. Es sind sogar mehr Nein, jetzt sind mehr Nein. Ja, okay, wie lange geht die? 1:05. Leute, stimmt ab oben links. Stimmt ab oben links. Oder seht ihr es auf dem Screen oder seht ihr es auch oben links? Das würde mich mal interessieren, wirklich. Leute, das würde mich interessieren. Leute, warum soll ich denn nicht Bilder online haben können von mir früher so? Ich mache ja schon länger Social Media. Das ist doch scheißegal. Also, es ist ja jetzt nicht so, dass das irgendwie dein, also so dein Mindset und alles so von einem auf den anderen Tag so sich ändert, nur weil du volljährig bist. Das verstehe ich halt nicht. Ganz so, oder dass du davor halt nicht irgendwie andere Sachen so in dem Bereich gemacht hast oder so, heißt das ja nicht. Deswegen, ich verstehe nicht, was daran das Problem sein soll. Du siehst sehr schön aus, dankeschön. Du bist so in Berlin. Hello, hi. Dankeschön. Okay, also
57% ja, 42% nein. Das sind mir aber noch zu wenig Prozent wirklich für ja und zu viele für nein. Ja, also ich bin mir nicht sicher. Dann mache ich es lieber nicht. Ja, ich habe... Hast du mal in Österreich gewohnt? Ja, ich habe... Also ich sage euch hier meine Umzugshistorie die letzten Jahre. Ich habe ja 6 Jahre in Berlin gewohnt mit meinen Eltern. Und wo ich ausgezogen bin, bin ich nach Innsbruck gezogen. Nach einem Jahr nach Wien. Dann nach, nicht mal einem Jahr, nach Dubai. Oder nach einem. Nach einem Jahr, doch nach einem Jahr nach Dubai. Für 8 Monate aber nur. Also da habe ich jetzt nicht so richtig, richtig gewohnt. So. Ich hatte nicht meine eigene Wohnung. Es war einfach nur so, ich habe da halt mitgelebt. Und ich hatte auch noch meine Wohnung in Wien. Währenddessen, also es war so... übergangsmäßig. Genau. Mm. Ah, stimmt. True. True. Ja. Passt. Kann ich auch Mut um Sascha... Ja, okay, du darfst. Hallo, hi. Danke für die Rosen, Leute. Ich küsse euer Herz. Okay, jetzt können wir das hier auch wieder wegmachen, dieses Konter. Mach mal danke für die ganzen Rosen. 65 Rosen, crazy. Mach mal Backflip, Leute, das kann ich nicht sowas. Das ist jetzt nicht so meine Spezialität. Alright, gerne. Mein ekelhaftes Gesöff wird weiter getrunken. Mittelscheitel besser. Leute, ich mag bei mir tatsächlich Seitenscheitel sehr, also wirklich sehr, sehr, sehr viel lieber als Mittelscheitel. Aber bei meinen ganzen, also bei allen Frauen in meiner Familie, die tragen lieber Seitenscheitel eigentlich. Aber wenn ich meine Haare offen habe, dann hält es irgendwie noch nicht so richtig, weil meine Haare sind noch zu kurz. Aber ich will mir meine Haare, wie gesagt, bis hier wachsen lassen. Also ich bin im Prozess hier. Dass es dann geil ausschaut. So beauty, thank you. Ich habe jetzt nicht einen spezifischen Typ Mann. Das kann man jetzt nicht sagen. Das ist immer individuell auf die Person, würde ich sagen. Voll. Ja. Leute, das ist nicht nur Aussehen so, ob jemand ein Typ ist. Also jetzt wirklich jemand könnte so richtig... wirklich richtig geil ausschauen. Also richtig, richtig krass. Und alles haben, was man braucht. Aber wenn der jemand langweilig ist, ich finde langweilig am schlimmsten eigentlich. Oder halt gar nicht passt oder der Charakter nicht matcht, das ist wirklich egal. Also das hilft halt einfach nichts. Ja. Hallo, hi, du bist so wunderschön. Ich küsse euer Herz. Also ich kann euch hier jetzt nicht so Rating geben. Mm. Ja, Leute, also es ist halt schon so, es muss schon optisch für mich ansprechend sein, so. Definitiv, ich muss jemanden schon hübsch finden und attraktiv. Aber wenn da jemand halt so richtig krass ausschaut und da ist halt nichts dahinter, das bringt mir ja nichts. Wenn du bei Amazon bestellen willst, guck da. Ja, mach ich. Dudu. Doch, bei dir will ich drüber hinwegsehen. Leute, also ich liebe meinen Charakter. Also ich weiß, viele Leute finden es moralisch verwerflich, was ich mache und so. Das ist mir klar. Aber ich liebe meinen Charakter. Also ich liebe, wie ich bin. Ich liebe, wie offen ich bin und alles. Und ich rede halt extrem viel. Ich kann über ganz viele Sachen reden. Ich liebe das. Also langweilig bin ich auf jeden Fall nicht. Aber ja, ich liebe alles an mir, ich liebe meinen Charakter, alles. Also, genau, ja. Und das muss halt, wenn ich jetzt irgendwie mal einen anderen habe, auch so sein, halt andersrum. schönste Frau, dankeschön. Ich habe so ein bisschen Schnupfen wegen meiner Klimaanlage. Aber ich bin eh krank gewesen. Guten Morgen, guten Morgen. Wie geht's, wie steht's?
Was hast du für eine Pediküre? Also ich habe halt, ich habe das beim gleichen Salon gemacht, wo ich auch diese Nägel gemacht habe hier. Diese, aber die sind jetzt ein bisschen rausgewachsen, aber es geht noch. Muss ich auf jeden Fall ein bisschen hier schauen, dass wir die... Ich mache eh vielleicht dieses Wimpernlifting, vielleicht, dass sie es so ein bisschen nachmachen kann, damit es wieder fresh ausschaut. Genau. Und ja, vielleicht mache ich die Slash-Lifting dort, weil ich mag den Salon. Die sind super. Ich liebe die. Die sind so süß auch dort. Süß. Was ist das für ein Kleid? Leute, muss ich selber schauen, weil ich habe das auf Vinted gekauft. Steht da was hinten dran? Nee, Leute, da steht nichts hinten dran, aber ich kann schauen bei meiner Kaufhistorie, wie das... Also, an diejenige, die das wissen möchte, oder den, schaut mir einfach bei Instagram, DM, und dann suche ich das raus. Genau. Weiß ich nicht. Du. Hallo, hi. Kann ja mal sagen, wie man Look überhaupt findet hier heute. Ich finde ihn irgendwie cool. Ich finde dieses Kleid so süß irgendwie. Schaut cute aus. Ich mag dieses Schräge irgendwie. Ich mag meine Ohrringe. Ich liebe, wirklich, ich liebe dieses Armband so sehr. Ihr könnt es gar nicht glauben. Besten 12 Euro, die ich jemals ausgegeben habe in meinem Leben, glaube ich. Also ich habe Filler gehabt in meinem Gesicht, aber ich habe die wieder entfernen lassen. Also ich habe Hylase machen lassen. Also ich hatte früher Lipfiller. Ne, ich habe jetzt einfach nur Lippenstift drauf, genau. Ich habe die nicht aufspritzen lassen oder so. Aber genau, ich habe das alles wieder wegmachen lassen. Ich hatte auch Chinfiller und so, aber das tut so weh, das wegmachen lassen. Boah, Alter. Kannst du Pediküre zeigen, Leute? Ich werde euch jetzt nicht mal Pediküre hier im Livestream zeigen. Es tut mir leid. Dankeschön. Ich fühle mich geehrt, wenn mir jemand ein Kompliment für meine Nase macht. Also ich habe hier so... Ja, die ist relativ gerade. Doch, ich mag die. Mag ich. Ich mag meine Nase gern. Finde ich auch süß. Also das klingt jetzt komisch, weil ich das mir selber gesagt habe. Aber ich finde meine Nase richtig süß. Süß. So, ich werde mich jetzt hier hinhocken, weil, why not? Ich bin jetzt die ganze Zeit gestanden, jetzt werde ich mich hier mal ein bisschen undeponieren. Okay, Leute, ich weiß nicht, ob das auch vom Licht her hier so gut ist, doch, kann man machen, kann man mal machen. So. Hi. Oder soll ich weiter vorgehen? Warte, ich überlege gerade, wo ich hingehe. Da habe ich so eine Blume im Hintergrund. So. Ich lasse das jetzt hier. Oder? Mach ich es hier hin. Boah, es ist schwierig hier. Meine Entscheidung. Das ist wieder TikTok, ja. Leute, ich habe jetzt auch, weil mein einer Anwalt hat es irgendwie nicht hinbekommen mit meinem TikTok-Account. Jetzt habe ich einen anderen Anwalt beauftragt, dass er meinen alten TikTok-Account entsperrt. Weil der ist ja gesperrt worden. Und ja, schauen wir mal, vielleicht geht's diesmal. Woher kaufst du deine Kleidung? Das habe ich bei Vinted gekauft jetzt. Also ich kaufe ganz, ganz viel bei Vinted. Ich liebe das. Sonst, ich habe bei, wie heißt das? Skims. Ich liebe Skims. Also das Kleid, was ich gestern in meinem Reel anhatte, war von Skims.